Weil sobald man offizielle Grenzen hat, sobald alle Seiten die Grenzen zwischen den beiden Staaten anerkennen, ist es selbstverständlich, dass jenseits der Grenze es keine Siedlungen bleiben können. Dann diskutiert man gar nicht mehr. Und wer wird dort bauen, wenn er weiß, dass es morgen nicht mehr unter israelischer Herrschaft mehr stehen wird? Das sollte der erste Schritt gewesen sein. Gleichweise genauso wichtig und genauso dringend ist die Frage der Sicherheit für beiden Seiten. Allerdings, weil nur die Frage der Sicherheit die Bevölkerung von einem Friedensvertrag überzeugen kann. Stattdessen wurde immer wieder gesprochen, nur baut man da noch ein Haus, baut man nicht noch ein Haus. Erstens gab es ein Moratorium. Obama hat Netanyahu dazu gezwungen, ein Moratorium von 10 Monaten auszurufen. Warum 10 Monate? Was geschieht nach den 10 Monaten, wissen wir heute. Jetzt spricht er von 3 Monaten. Was wird danach geschehen? Darüber hinaus weiß jedes Kind in Israel, dass man damit mogelt. Es gibt Moratorium, offiziell darf man nicht bauen. Und man baut. Man mogelt. Was sollen die Amerikaner machen? Krieg erklären. Deshalb sage ich, die Taktik war falsch. Nicht die Idee und das Ziel oder die Strategie, die Taktik. Und damit hat man so viel Zeit verloren. Ja, aber man hat trotzdem den Eindruck, dass Netanyahu gar kein Interesse hat an Friedensverhandlungen und dass er natürlich nicht für die Zwei-Staaten-Lösung ist, weil er ja eine Koalition mit den Ultranationalisten hat und den auch Ultraorthodoxen. Ist das ein falscher Eindruck? Nicht nur wegen seiner Koalition will er es nicht. Er will es nicht, weil er selber aus seiner Ideologie es nicht will. Er erzählt zu denen, die fest daran halten, obwohl heute die Mehrheit der Bevölkerung es nicht mehr so denkt, dass die besetzten Gebiete uns gehören und wir darauf nicht verzichten dürfen. Das ist seine eigene Ideologie, das ist die Ideologie seiner Familie, seines Vaters. Allerdings, sein Vater hat einen sehr großen Einfluss auf ihn. Er hat einen jungen Vater, sehr tätig und sehr energisch, der 105 Jahre alt ist und trotzdem einen unglaublichen Einfluss auf ihn hat. Aber das ist sein ganzes Umfeld, seine Freunde, alles. Aber er selber, so ist er. Er wird nachgeben, nur wenn er nachgeben muss. Aber da er noch heute seine Macht damit riskiert, natürlich wird er darauf nicht verzichten. Aber sagen Sie nicht, dass er keine Verhandlungen haben will. Verhandlungen will er. Das ist doch das Problem der Palästinenser. Er will unmittelbare Verhandlungen haben, weil er weiß, dass sobald er unmittelbare Verhandlungen mit den Palästinensern führt, sinkt der Druck der Weltgemeinschaft auf ihn. Weil wenn die Weltgemeinschaft sieht, dass er mit den Palästinensern verhandelt, sagt, jetzt lässt ihn doch in Ruhe, er verhandelt doch mit der anderen Seite. Wir können doch nicht diktieren, wie man verhandelt. So. Und das genau verstehen die Palästinenser und deshalb wollen sie die Verhandlungen nicht. Also das irgendwie hat man immer das Gefühl, das dreht sich im Kreis und es geht irgendwie nicht voran. Ihre Argumente sind ganz klar, dass Obama sich eben nicht aufhalten sollte mit irgendwelchen Siedlungsproblemen oder Weitersiedlungen. Mich haben Sie überzeugt, das Publikum auch, Obama leider noch nicht. Aber Sie setzen... Wissen wir jetzt nicht. Nee, es könnte eine Wende in Amerika kommen. Gut, ich kann darüber sprechen. Ja. Na, beenden Sie die Frage. Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass Sie sich ja auch persönlich für den Friedensprozess einsetzen, schon seit Jahrzehnten und als Mitinitiator der Genfer Friedensinitiative. Und nicht nur das, Sie haben ja auch in Zeiten des Krieges ein Zentrum für europäische Studien gegründet, beziehungsweise vor allem das Zentrum für den Studiengang für israelische, jordanische und palästinensische Studenten, was ja wirklich nicht einfach ist. Sie arbeiten zusammen sehr eng mit Sari Nusseibeh. Sari Nusseibeh ist Präsident der Al-Quds-Universität in Ost-Jerusalem und ein sehr beeindruckender Mann. Er hat studiert in London und auch in Harvard und in Oxford. Und ganz bezeichnend für ihn ist, dass er nach dem Sechstagekrieg, der ja die Besatzung des Westjordanlands zur Folge hatte, anfing, Hebräisch zu lernen, und zwar in einem Kibbutz. Das hat er möglich gemacht. Sein Vater war Außenminister am jordanischen
Hof und von Jordanien. Und durch seine Beziehungen hat er es hinbekommen, dass Sarah Nusseibeh als Palästinenser in einem Kibbutz eben leben konnte. Ein halbes Jahr dort hat er Hebräisch gelernt. Er wollte das, weil er sagte, nach dem Krieg, jetzt möchte ich mal meinen Feind kennenlernen. Und er schreibt in seiner Autobiografie, die Kibbutzniks waren vorbildliche Humanisten und Sozialisten und als solche musste ich sie einfach bewundern. Gleichzeitig waren sie Elitesoldaten, ausgebildet gegen mein Volk zu kämpfen. Und dieser Sarah Nusseibeh hat eben mit ihnen diesen Studiengang gegründet und wie schwierig die Gemengelage im Nahen Osten ist, zeigt, dass er selber manchmal bedroht wird von islamistischen Studenten, die auch an seiner Universität, an der Al-Quds-Universität studieren. Er hat Bodyguards, also Leibwächter, weil er auch schon mal zusammengeschlagen wurde, obwohl er, muss man schon sagen, die Fundamentalisten an seiner Uni sehr gut im Griff hat. Es gibt auch da keine Gewalttätigkeiten ansonsten. Warum hat er trotzdem, kriegt er trotzdem manchmal Morddrohungen? Weil Palästinenser eben sagen, oder islamistische Palästinenser, sie kollaborieren mit dem Feind. Israel ist unser Feind, wir sind im Kriegszustand, die besetzen uns. Und jetzt die Frage an Sie. Dieses Projekt ist ja sehr interessant, weil es eben die Jugend an einen Tisch setzt und dass sich die Jugend kennenlernt, die sich bisher nicht die Möglichkeit hatte, sich kennenzulernen. Ist dieses Projekt ein richtiger Schritt in Richtung Verständigung und Frieden? Also zunächst einmal in ein paar Sätzen erklären, was das Projekt wirklich bedeutet. Ich habe den Ehrgeiz gehegt, noch vor vielen Jahren, noch bevor ich nach Deutschland gekommen bin, als ich Botschafter in Brüssel war, auch bei der Europäischen Union, dass die Europäische Union für Israel zunehmend wichtig wird und die Israelis es nicht verstehen und es nicht wahrnehmen und dass man diese Situation nur anhand von Erziehung korrigieren kann. Und ich wollte immer irgendwann ein Zentrum für europäische Studien in irgendeiner israelischen Universität gründen. Und das habe ich endlich auch getan, in dieser Privatuniversität in Herzliya, die bereit war, darin zu investieren. Und dann habe ich Sarah Nusseibeh getroffen, den ich schon seit geraumer Zeit kannte, aus verschiedenen Gründen. Bei einer Tagung in Brüssel habe ich ihn getroffen und er fragte mich ganz so eine belanglose Frage, ja, jetzt sind Sie nicht mehr in Deutschland, was machen Sie heute? Und da habe ich ihm von meinem Zentrum der europäischen Studien erzählt. Und da sagte er, ja, das wäre auch mein Traum gewesen. Ich glaube, die Palästinenser müssen das auch mal verstehen, was Europa heute bedeutet. Nur habe ich leider keine akademischen Kräfte in diesem Bereich. Da habe ich gesagt, gut, ich habe solche und dann machen wir es vielleicht gemeinsam. Ganz spontan habe ich das gesagt, habe nicht wirklich viel darüber nachgedacht. Und da sagte er, ja, das ist sehr schön, sehr liebenswürdig. Das ist ein schöner Traum, sagte er. Ein schöner Traum, ja, Sie kriegen es nie hin, das können Sie gar nicht durchsetzen. Da habe ich ihm gesagt, okay, mag sein, aber lassen Sie mich mal probieren, wenn Sie dem zustimmen, wenn Sie bereit sind. Ja, und tatsächlich war es nicht einfach und nicht leicht, ich habe es aber durchgesetzt. Und dann, eine kurze Zeit danach, habe ich den jordanischen Prinzen Hassan in Holland getroffen, den ich auch schon vorher kannte, dem Bruder des verstorbenen König Husseins. Und der stellte mir die gleiche Frage, was machen Sie heute? Da habe ich ihm von einem bilateralen Zentrum der europäischen Studien erzählt. Und der sagte eher spontan, warum bilateral und nicht trilateral? Und so entstand das trilaterale Zentrum. Wie machen wir das? Wir haben ursprünglich, Sie sagen, ob das für Frieden etwas tun kann. Da muss man sehen, wieso. Wir haben ursprünglich alle geträumt und wir dachten, ja, angesichts der kurzen Distanzen zwischen den drei Ländern, könnten wir vielleicht die Studenten zusammenbringen, damit wir gemeinsame Studien tatsächlich betreiben können. Das war nicht möglich. Die Schranken und vor allem die psychologischen Schranken waren viel zu hoch und das konnten wir nicht durchsetzen. Ich will Ihnen nicht alle Details erklären, aber wir haben viel Zeit mit dieser Versuchung verschwendet. Und dann ist mir eingefallen, ich kann das vielleicht anders machen. Und zwar, meine Dozenten werden zwischen den drei Universitäten pendeln
und jeweils da oder dort ihre Vorlesungen halten. Und wenn sie ihre Vorlesungen in einer Universität halten, werden das die Studenten in den beiden anderen Universitäten anhand von Videokonferenz verfolgen. Und so haben wir es hingekriegt. Nicht und nur verfolgen, Sie können sich auch interaktiv einschalten Sie sogar. Können sich also sogar als interaktiv das simulieren. Und ich glaube, die Deutsche Telekom war es, die hat dafür gespendet. Ja, aber die Videogeräte hat Herr Steinmeier gespendet. Also das Auswärtige, also das Auswärtige Amt. Ja, er war dann das Auswärtige. Und das Interessante ist ja auch, dass sich die Studenten, Sie wollten ja unbedingt die Studenten natürlich auch zusammenführen und das findet ja nicht... Moment, das ging nicht so schnell, da muss man schrittweise erklären. Sie kennt schon das Ende der Geschichte. So haben wir das Buch geschrieben, dauernd haben wir uns unterbrochen, sehen Sie? Nee, aber tatsächlich sollten wir ja die Studenten... Ja, wir konnten mit dieser Methode... die gemeinsamen europäischen Studien in die Wege leiten, aber wir haben schon mittlerweile ein anderes Ehrgeiz gehabt, nämlich die Studenten auch zusammenzubringen, und das ist uns nicht gelungen, also Brücken zu schlagen zwischen den drei Gruppen ist uns nicht gelungen, und da habe ich mir eine andere Idee einfallen lassen, nämlich vielleicht könnten wir als Ergänzung Sommerkurse auf neutralem Boden betreiben, wo die alle Studenten hinkommen können. Und meine erste Idee war Zypern, weil Zypern nebenan liegt. Zypern ist ja auch heute ein Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das hat nicht funktioniert. Letzten Endes, nach einer langen Geschichte, hat sich die Düsseldorfer Universität, die Heinrich-Heine-Universität, bereit erklärt, so etwas zu übernehmen. Nur nachdem sie es sich überlegt haben, sagten die Düsseldorfer, Sommerkurse, das bringt nicht viel, das sind letzten Endes nur Ferien. Wenn wir das machen, machen wir es schon richtig, ein volles akademisches Jahr in Düsseldorf, und so machen wir es heute. Die Studenten, nachdem sie die Studien vor Ort absolvieren, wenn sie die Prüfungen überstehen, fliegen alle zusammen nach Düsseldorf und verbringen ein Jahr gemeinsam in Düsseldorf, leben alle in einem Gebäude im Studentenheim und studieren in demselben Klassenraum. Und das ist kein Problem, ja, weil diejenigen, die ihr Gesicht gewahren müssen, wie die Studenten von Sarinus Saber oder die jordanischen Studenten, die können sagen, wir haben der deutschen Einladung gefolgt, wir sind der deutschen Einladung gefolgt, also ist es kein Problem mit Israelis oder eine israelische Federführung. Und so sitzen sie alle zusammen und das gelingt wunderbar und die Beziehungen entwickeln sich hervorragend. Die Leute werden wirklich am Ende des Jahres große Freunde und wollen sogar träumen von gemeinsamen Projekten und so weiter. Ob das den Frieden gewährleisten kann, das war ja die Frage. Ja. Dankeschön. Das ist Deutsch. Wissen Sie, als ich Deutsch gelernt habe im Goethe-Institut, und als wir schon in der Klasse ein bisschen fortschrittlicher waren und konnten schon einen deutschen Text lesen, haben uns die Lehrer im Goethe-Institut einen Text von Goethe gezeigt. Der beginnt so, er fuhr, Komma, und dann kommen 10 Zeilen danach, nachdem er sich von seiner Schwester verabschiedet hat, nachdem er seinen Vater geküsst hat, nach 10 Zeilen kommt das Wort ab, er fuhr ab. Also Thomas so. Mann war auch ein Meister darin, aber Sie, Herr Primor, auch, absolut. So, also jetzt mache ich das Gleiche. Ja, ich erzähle eine lange Geschichte und jetzt beantworte ich die Frage. schauen Sie, Frieden können nur die Regierungen schließen. Das kann nicht anders sein. Nur Regierungen können Frieden schließen. Und wenn die Regierungen den Frieden nicht schließen werden, dann wird diese ganze Arbeit nicht nutzen. Eine schöne Arbeit, eine menschliche Arbeit, aber für den Frieden wird sie gar nichts beitragen können. Aber wenn die Regierungen mal den Frieden schließen, dann besteht die Frage, was für ein Frieden wird er sein und ob dieser Frieden halten wird. Frieden kann oberflächlich und infolgedessen vorübergehend sein. Gucken Sie sich mal die menschliche Geschichte an. Wie oft haben Völker gegeneinander gekämpft? Danach haben sie immer den Frieden geschlossen. Und danach wieder die Waffen gegeneinander erhoben. Also das ist ja die gesamte Geschichte der Menschheit bis auf den Zweiten Weltkrieg. Und wenn wir
wenn wir einen Frieden sichern wollen, wenn wir einen Frieden haben wollen, den man auch auf- und ausbauen kann, nachdem die Regierungen ihn schließen, dann brauchen wir zwischenmenschliche Beziehungen. Diese Gruppe, die bei mir studiert jedes Jahr, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber das ist ein erster Schritt. So muss man beginnen.